Hi zusammen, willkommen hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael. Ja, und ich habe hier schon wieder einiges cooles Equipment liegen, denn wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Fotoprojekt vor. Aber gestern habe ich mir zum ersten Mal Topaz angeschaut. Denn viele von euch haben mir immer wieder in die Kommentare geschrieben, Mensch, schau dir doch mal die Software Topaz an. Wir arbeiten schon lange damit und wir finden das so toll. Wir haben ja hier bei Topaz, glaube ich, drei Produkte. Einmal dieses Denoise, also dass wir ein Bild perfekt entrauschen, dass wir es perfekt schärfen und dass wir es vergrößern. All das kann man einzeln kaufen, man kann es aber auch in einem Bundle kaufen. Und ich habe mir jetzt mal das Bundle geholt, damit ich alle drei Funktionen habe. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, letztes Jahr war ich mit dem Adi im Auto gesessen in Namibia. Und der hat mir dann gesagt, ja, er verwendet dann zum Entrauschen noch Topaz. Ich wollte mir das schon ewig lang anschauen, das gibt's ja auch schon lange. Aber ich hatte nie Zeit, ja, es hat nie reingepasst, ich habe immer was anderes zu tun gehabt. Und jetzt ist es endlich soweit. Und was ich da gestern gesehen habe, Leute, sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist ein historischer Moment auf diesem Kanal. Dieses Produkt gehört zu den absoluten Highlights in all den Jahren, wo ich hier diesen YouTube-Kanal schon betreibe. Aber genug der Vorschusslorbeeren, jetzt schauen wir uns das Programm mal an. Ich habe jetzt hier ein Bild geöffnet, einen Gevra-Klammeraffen in Mexiko. Und dieses Bild, ihr seht das, ist mit einer ISO 51200 fotografiert worden. Und ja, keine Frage, ich habe das Bild mit einem kleinen Ausschnitt so in Instagram geladen, hab's mit Lightroom ein bisschen entrauscht und niemand von euch hat gesagt, boah, ist das ein Rauschen, sondern alle haben eher gestaunt, wow, was kann die Sony A7 IV, Wahnsinnsfoto geworden. So, der Punkt ist aber der, zur Wahrheit gehört halt einfach, dass es extrem verrauscht ist. Ich habe euch schon oft gesagt, den Profi interessiert das meistens gar nicht so. Heute früh war ich aber daheim in meinem Flur gestanden und habe mir mein Milchstraßenbild hinter Glas angeschaut und dachte mir, ja, tatsächlich, ich sehe hier doch Rauschen. Ich meine, das stört nicht, ne? Weil man geht dann zurück, man hat einen gewissen Betrachtungsabstand und das Rauschen verschwindet. Und eine gewisse Körnung ist ja schön. Beziehungsweise, das war halt immer so. So, und ich habe immer gesagt, das interessiert den Profi auch nicht und das ist nach wie vor so. Wenn der sein Bild der Bildzeitung gibt und das wird abgedruckt, das Rauschen spielt keine Rolle. Aber ich weiß halt, dass es so, so viele meiner Zuschauer gibt, die das wahnsinnig stört. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann schaue ich mir jetzt halt endlich dieses Topaz mal an, ja. Und wenn ihr auch daran interessiert seid, wenn euch das Ergebnis überzeugt, klickt unten auf den Link und holt euch das. Aber jetzt schauen wir erstmal, was es kann. Also ihr seht, wir haben hier eben eine wahnsinnige Körnung im Bild. Hier bei 400% angeschaut, seht ihr das sehr, sehr deutlich. Und das Erste, was ich in Lightroom machen würde, ja, ich würde halt hier sagen, okay, das ist eben sehr stark verrauscht, deswegen nur noch eine ganz leichte Schärfung rein, den Radius minimal hochheben, die Maskierung so ein bisschen rausnehmen, dass nur die feinen Strukturen ein bisschen geschärft werden. So, und dann haben wir für die Entrauschung eigentlich nur ein Mittel an der Hand hier bei Lightroom und das ist die Luminanzrauschreduzierung. Und die können wir nicht höher als 20, in seltenen Fällen auch mal 30 hochziehen. Aber wenn ich die jetzt höher ziehen würde, und das sieht jetzt schon sehr gut aus, das Ergebnis, dann hätten wir einen extremen Detailverlust. Einzelne feine Härchen hier bei diesem Affen, zum Beispiel das hier, das würde irgendwann wegmatschen. Also es fängt an zu matschen. So, und jetzt mit dieser Voreinstellung gehe ich jetzt mal in Topaz und schaue, ob Topaz das überhaupt noch verbessern kann. Gehe ich jetzt mal hier bearbeiten in Topaz, dann fragt er mich, ja, möchtest du dieses Bild Richtung Topaz schieben? Und er öffnet jetzt dort eben dieses RAW als TIFF. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich da gestern gesehen habe, hat mich absolut fassungslos gemacht. Ja. Ihr seht, Topaz hat das Bild jetzt analysiert und er hat jetzt nur den Remove Noise reingemacht. Aber was wir jetzt hier schon sehen, ist sowas von unfassbar krass, ja. Also er hat jetzt Remove Noise rein, also Rauschen entfernen. Und das kann man jetzt hier noch einstellen. Entweder normal, strong und dann können wir die Details und die Stränge, also sozusagen die Stärke noch einstellen. So, und jetzt schaut mal an, sowas vorher. Und so ist es jetzt. Und jetzt frage ich mich, natürlich im ersten Moment frage ich mich natürlich, ne, hat Topaz hier vielleicht irgendwie ein paar Details gefressen? Vielleicht sind ein paar Details verloren gegangen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, schaut mal diese feine Gesichtshaut von diesem Affen an. Die ist hier links von dem Rauschen komplett überlagert. Die war vorher gar nicht zu sehen. Jetzt ist, das ist ja fast
unfassbar, ja? So, hier links die Fältchen am Auge, die sehe ich da schon beim rauschigen Bild. Aber gerade diese Struktur hier rechts über dem verletzten Nasenloch, die ist hier einfach vorhanden und da sehe ich da fast gar nichts davon. Und das ist unfassbar. Und dann habe ich mich gefragt, frisst Topaz hier Details? Und dann habe ich jedes Härchen verglichen. Ihr könnt mitmachen. Hier, schaut euch die Härchen da oben an. Die findet ihr rechts auch alle. Diese Verunreinigung im Fell ist hier auch drin geblieben. Das verletzte Nasenloch ist hier auch vorhanden geblieben. Also es ist nicht so, dass das hier plötzlich rund ist, weil Topaz hier eine intelligente Automatik anwendet oder so. Ja. Hier das Haar hier auf der linken Seite, und wir haben jetzt hier schon 400% rangezoomt, das Haar hier auf der Seite ist auch da. Das Härchen hier ist auch da. Also das Entrauschen von Topaz frisst keine Details. So wie es bei Lightroom der Fall wäre, wenn ich jetzt Rauschreduzierung hochziehe. Und schaut euch mal dieses cleane Foto auf der rechten Seite an. Wir haben hier ein ISO 51000 Foto. Das haut bei mir alle Sicherungen raus. Ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt habe ich ja diese Trilogie gekauft hier von Topaz. Ja. Das heißt, ich habe jetzt auch ein Sharpen AI dabei. Und ich kann die Auflösung des Bildes am Ende, obwohl das Hauptbild ist ja eigentlich Schrott. Also nicht Schrott. Ich habe in der Einleitung gesagt, hat bei Instagram schön funktioniert. Ihr habt es toll gefunden. Das heißt, es ist nicht zwingend, dass wir das entrauschen. Aber es macht halt so Spaß. Ja. Es ist halt wirklich so. So, und jetzt mache ich den Haken mal bei Sharpen an. Also Topaz ist ja auch berühmt für das krasse Schärfen, was dieses Programm drauf hat, ja. So, und wenn ihr jetzt reingeht, dann wird das immer unfassbarer, weil jetzt schaut mal die Details an, die jetzt hier auf der Haut sind. Die sind links überhaupt nicht vorhanden. Ja, also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. So, und jetzt können wir das noch krasser machen. Jetzt können wir sagen, wir schärfen mit der Methode Lens Blur. Und dann müssen wir ihm wieder eine Sekunde geben. Das ist übrigens auch sehr schnell, muss ich sagen. Und jetzt schaut euch mal dieses unfassbare Ergebnis an. Also da haut's mir sämtliche Sicherungen raus. Ich habe alle Haare vorhanden. Das Bild ist phänomenal scharf. Wie gesagt, ISO 51000. So würde eigentlich von euch keiner fotografieren. Aber hier im mexikanischen Dschungel war es halt nicht heller. Ja, und der Affe bewegt sich. Da habt ihr verloren mit langer Brennweite, Blende 8, weil der Konverter vielleicht noch drauf ist und so weiter. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum das eher die Hobbyfotografen flasht, weil sie halt oft nicht die 600mm F4 für 14.000 Euro dabei haben und weil sie sich vielleicht kein 70-200 F2.8 G Master Objektiv leisten konnten für 3.000 Euro. Und deswegen kann ich das jetzt absolut nachvollziehen, warum die Mehrheit meiner Zuschauer dieses Programm so abfeiert, ja. Und ich muss das unterstreichen. Schaut euch mal diesen Unterschied an. So, jetzt gehen wir da mal richtig böse ran, ja. 800%. So haben wir hier auf dem Kanal noch nie vergrößert. 800%. Und jetzt schaut euch mal auf der linken Seite dieses Bild an. Es ist unbrauchbar. Also natürlich bei 100% ist noch okay, aber bei 800% sehen wir hier nichts mehr außer Pixelwürfel. Die sind rechts weg und wir sehen feine Fältchen. Als hätte Topaz hinter die Pixel geschaut, als hätte es hinter das Rauschen geschaut. Es ist phänomenal. So, und jetzt kommt das letzte Killer-Tool. Wir gehen hier rein und sagen, es soll uns die Resolution vergrößern. Und was er jetzt macht ist, er hat jetzt hier die Auflösung des Bildes nochmal interpoliert. Man kann das aber auch abklicken, abwählen und sagen, ich will sie zweifach. Jedenfalls verstehe ich das mit momentan so. Ich habe mich echt noch nicht viel damit befasst. Und das Programm, ja, das hat mich jetzt so geflasht, dass wir da auf jeden Fall definitiv noch ein paar Sachen anschauen. Ich will wissen, ich habe ja hier ein bisschen was vorbereitet. Ihr habt es gesehen, ich habe High-ISO-Bilder vorbereitet. Ich habe Milchstraße vorbereitet. Ich will wissen, was kann das Programm bei Milchstraße? Das machen wir alles noch durch. Das haut mich um. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich das Bild in der Auflösung vergrößert. Ich kann gar nicht hinschauen. Es ist so ein krasses Bild geworden. Es ist für mich völlig undenkbar vorher gewesen, dass wir aus ISO 51000 sowas machen können. Es ist völlig undenkbar. Da bin ich... Sowas habe ich noch nicht gesehen. Echt, ja. Und ihr lacht jetzt und denkt euch, Alter, ich verwende das Programm schon 2 Jahre. Hallo, guten Morgen. Ja, ne, so ist das. Wenn man den ganzen Tag Videos produziert, dann kommt man nicht immer rum, alles mitzumachen, alles auszuprobieren. Aber jetzt gehen wir mal hier Save to
Adobe Lightroom Classic und dann vergleichen wir das nochmal in Adobe mit dem Original. Weil es kann ja sein, dass es jetzt nur in Topaz so schön ausschaut und später in einem RAW oder TIFF oder JPEG-Betrachter schaut es gar nicht mehr so schön aus. Deswegen hier Save to Adobe Lightroom. Geht natürlich auch ohne Adobe Lightroom, ja, wenn ihr kein Lightroom habt, könnt ihr das genauso verwenden, dann speichert ihr es halt einfach auf die Festplatte, das Bild. So, auf der linken Seite haben wir das Original RAW geöffnet und auf der rechten Seite das Ergebnis aus Topaz. Und so im Kleinen sieht man, also ich hier am 4K-Monitor sehe schon einen Unterschied, aber ihr würdet jetzt wahrscheinlich noch gar keinen Unterschied sehen, vor allem wenn ihr es auf dem kleinen Bildschirm anschaut, ja. So, jetzt gehen wir halt mal links auf unsere 100% und rechts gehen wir auch auf die 100%. Und was wir jetzt schon sehen, ist atemberaubend, denn Topaz hat, so wie wir es befohlen haben, die Auflösung des Bildes von 33 Megapixel auf 66 Megapixel verdoppelt. Ja, so, das heißt, ich muss jetzt das linke Bild erstmal auf 200% stellen, damit wir hier überhaupt noch einen Vergleich anstellen können. Ja? Denn wir wollen ja auch wissen, wie gut hat die Interpolation der Auflösung rechts funktioniert. Ist das nur Augenwischerei? Ich will dazu gar nichts mehr sagen. Es ist unfassbar. Die ganzen Details, die links da sind, sind rechts auch da, aber noch viel mehr. Das ist das, was total flasht. Guck mal hier diese Verunreinigung, diesen Holzspan, wo der Affe hier im Haar hat. Schaut den mal hier an und guck den mal hier an. Das macht mich fassungslos. Normalerweise, wenn ich jetzt bei Lightroom die Rauschreduzierung einfach hochgehoben hätte, wären diese Holzspänchen irgendwann verschwunden, weil das Bild so gematscht hätte, dass wir keine Details mehr gehabt hätten. Egal wie wir schärfen. Schaut euch jetzt mal den Vergleich an. Und jetzt machen wir es ganz verrückt. Wir gehen auf der linken Seite mal auf 800%. Und das bedeutet, wir können uns leisten, weil wir rechts 66 Megapixel jetzt haben, hier nur 400% zu gehen. Da hört ihr nur noch die Mucksmäuschen jodeln. Es wird still in diesem Raum. Weil sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das ist einfach... Da fällt mir nichts mehr dazu ein. Leute, wenn ihr dieses Geld habt, kauft euch das Programm. Da unten in der Videobeschreibung ist der Link, da kommt ihr hin. Ich habe das auch als Werbung gekennzeichnet, dieses Video, weil ich jetzt hier dieses Programm so abfeiere. Vielleicht finde ich demnächst noch irgendwelche Nachteile, aber ich muss sagen, es war zügig, es war schnell. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, es ist auf Englisch, aber ihr müsst ja da nichts einstellen. Ihr habt ja da nur drei Regler, also das versteht ihr auch, wenn ihr kein Englisch könnt. Ihr habt den Haken bei Sharpen, also für Schärfen, ihr habt den Haken für Resolution, also mehr Auflösung erzeugen und ihr habt den Haken bei Denoise, also Entrauschen. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Regler hoch runterziehen, also da braucht man keine deutsche Übersetzung dafür. Ich brauche das nicht kommentieren. Ich verstehe es aber auch nicht. Ich verstehe es nicht, wie Topaz das gemacht hat. Anscheinend setzen sie hier auch so eine gewisse KI im Hintergrund an, die die Haut des Affen an der Stelle wiederherstellt, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder können sie hinter das Rauschen schauen? Ich weiß es nicht. Für wen ist das Programm? Ersetzt das Lightroom? Nein. Weil wir können hier keine tiefen Lichter bearbeiten zum Beispiel. Ich kann das Bild nicht heller, dunkler machen. Also ihr braucht erstmal eine Software oder einen RAW-Converter, wo ihr heller, dunkler, zum Beispiel auch Radiant Photo ist ja dafür auch geeignet. Radiant Photo könnt ihr auch verwenden, wenn ihr das Abo-Modell von Adobe nicht wollt. Übrigens, wir machen demnächst auch mal eine Photoshop-Einsteigerreihe. Also ich will euch nicht immer nur so Programme zeigen und dann sagen, hey, da unten ist der Link, kauft das ruhig, ja. Sondern ich will euch auch mal für all diejenigen, die Lightroom und Photoshop verwenden, will ich auch mal eine richtige Einsteigerreihe machen. Aber Fakt ist, wie ich das gestern gesehen habe, dachte ich mir, das muss ich vorziehen. Das ist unglaublich, ja. Und wenn, wie gesagt, also es ersetzt euch nicht die Programme, die heller, dunkler machen, die Farben anpassen und so weiter, sondern es entrauscht, es schärft und es macht die Auflösung größer. Auflösung größer können wir in Photoshop auch machen, aber da zahlt ihr halt auch Abo-Gebühren. Ja, und dann zum Beispiel auch in Topaz habt ihr keine Bibliothek, wo ihr so wie ein Lightroom-Katalog, dass ihr das richtig schön verwaltet. Wenn ihr aber sagt, also wie gesagt, das Programm ist eigentlich für alle etwas. Für diejenigen, die Lightroom Photoshop verwenden, für diejenigen, die es nicht verwenden und eine Affinity-Software zum Beispiel haben oder Radiant Photo haben. Ohne Worte. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Weil es so schön ist, gehen wir nochmal auf 100%. Es ist phänomenal. Unglaublich. Schaut euch die Haare an, wie das geschärft ist. Schaut euch, wie das entrauscht ist hier im Blätterwerk. Links rauschen, rechts glatt.
Das ist phänomenal. Vielen Dank, dass euch das interessiert hat. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und schauen uns auch mal die Milchstraße an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.